Heute möchte ich mal über ein paar Modifikationen an meinem K40-Laser berichten. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen ein paar Anregungen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne dazu dann auch ansprechen. Ja, als erstes fällt auf, Ampermeter ist eingebaut. Ich habe mir auch einen kleinen Spickzettel gemacht bezüglich der Leistungsdaten, damit ich weiß, was ich digital dann immer gleich einstellen kann, um die entsprechende Leistung abzurufen. Ansonsten ja, fällt ein bisschen auf, ich habe hier unten eine kleine Lücke geschaffen, wenn man genau hinguckt. Da sind so kleine weiße Stopper, damit ein bisschen mehr Luft reingeht. Da hier eh schon Schlitze sind vorne, die Luft einsaugen können, wird diese Kante nicht irgendwie zu einer Gefährdung beitragen, da man eh nicht in Augenhöhe dort reinblitzeln wird. Ja, wenn man hier aufmacht, als erstes fällt natürlich das neue große verstellbare Plate auf, was ich eingebaut habe. Das ist also jetzt ein Bereich, in dem man lasern kann, der schon angenehm ist. Wie man sieht, habe ich da auch schon fleißig von Gebrauch gemacht. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden mit der Befestigung per Schrauben dieses Streckmetalls, aber es funktioniert sehr gut. Ja, des Weiteren ist ein Air-Assist verbaut, wie man sieht. Da kommt jetzt noch ein neuer rein, weil dieser mir nicht mehr so gefällt. Sicherheitsschalter ist auch verbaut, das heißt, wenn die Klappe zugeht, man hört es, schaltet er sofort den Laser Serie zum Laser Power Switch. Das heißt, wenn der Switch hier aus ist, ist das gleiche wie das hier. Ja. Was ist noch neu? Neu ist auch die Beleuchtung. Man sieht hier hinten ein Kabel hochgehen. Ich habe da mal die 24 Volt von der Beleuchtung hinten abgegriffen. Gehe hier hoch in den Deckel und habe hier hinter diesem Stück verbirgt sich ein DC-DC-Wandler, der aus den 24 Volt 12 Volt macht, weil ich noch einen 12 Volt Strip über hatte, habe ich diesen 12 Volt Strip da reingebaut. Das wirkt sehr gut als Beleuchtung jetzt hier, wenn man so grob drüber guckt, aber auch natürlich, wenn der Deckel zu ist, leuchtet es den Raum gut aus. Werde ich gleich nochmal in Betrieb zeigen. Ja, Air Assist geht hier einfach an der Seite mit rein. Und hinten hatte ich das Glück, einen vernünftigen Fan zu haben, sodass ich den Schlauch auch einfach anschließen konnte. Jetzt kommt noch ein vernünftiger, ich sag mal, Rüssel vorne rein. Im Moment habe ich ihn ganz weggelassen. Wenn man hier reinguckt, sieht man hinten, da ist wirklich nur der Lüfter zu sehen. Der saugt aber gut ab, funktioniert prima. Ja, als Pumpe benutze ich hier unten so leicht eingepackt, damit es nicht so laut ist. Sie ist schon sehr leise, aber so ein Air Compressor, 60 Liter die Minute schafft der, das reicht. Kühlung ist immer noch im Eimer, das wird vorerst auch so bleiben. Ja, und wenn man da hinguckt, sieht man schon, er druckt die nächsten Teile. Die sind nachher für eine Drehachse, sodass man auch runde Sachen damit belasern kann, und dazu muss dann der Boden raus, damit man Tiefe kriegt und auch ein paar größere Sachen lasern kann. Wie man hier jetzt sieht, funktioniert das Ganze auch wunderbar, ohne den Boden rauszunehmen. Man kann also, wenn die Teile nicht zu groß sind, auch Gläser, Flaschen, irgendwelche Behälter, die rund sind, relativ gut hier lasern. Hier noch mal ein bisschen die Verkabelung an. Hier oben ist jetzt das Ampermeter angeschlossen. Das ist sozusagen in der Minusleistung von der Laserröhre. Geht also hier unten auf den ersten. Da kommt der Minuspol dran. Und der Pluspol von dem Teil, der ist hier, der geht quasi zur Laserröhre. Ja, das Ganze, ich habe noch mal ein bisschen mehr Einwickelmaterial benutzt, um die Kabel zusammenzufassen. Das Ganze war ein bisschen sehr locker und nicht vernünftig verlegt.
Jetzt fehlt noch eine vernünftige Verlegung des R-Assists. Wahrscheinlich kommt der ganz nach hinten. Ja, so viel dazu. Funktioniert ganz gut. Ein bisschen problematisch war das Loch da reinzubekommen. Ich hatte leider nur so einen Kreissägeaufsatz für die Bohrmaschine und dementsprechend war das natürlich eine Qual, weil das ist leider richtig schönes Blech. Noch einmal ganz kurz zu meiner Leistungstabelle, die ist natürlich höchst individuell, ausschließlich für mich. Ich habe einfach mal so 17 mA als Maximum für meine Röhre beschlossen und habe dementsprechend dann den Rest ausprobiert, habe also Prozent digital eingestellt, rechts auf dem Digital-Einstellbereich hier und dann konnte man Milliampere ablesen. Ich hatte das noch mit einem extra Multimeter gemacht, mit einem genauen. Dieses hier ist ja mehr ein Schätzeisen, wobei ich sagen muss, das ist auch recht genau. Ja, ich habe einfach gesagt, 17 mA sind 100% für mich und habe dann die Leistungsstufen, die teilweise ja auch mal angegeben werden, entsprechend ausgerechnet. Also wie ihr seht, alles was so über 12 mA ist, so 13,5, fängt das bei mir an, wird schon rot. Da habe ich für mich beschlossen, das nehme ich nur, wenn ich es unbedingt brauche, damit die Röhre nicht zu sehr altert. So, Aufi, Neueinstellung nach Umbau. Wie man sieht, Cloudray verbaut. Eine Schleppkette habe ich verbaut. Und jetzt machen wir den Test, ob das mit den Pünktchen alles so passt, wie ich es eingestellt habe. Einmal habe ich schon eine Linie gezogen, jetzt ziehen wir die nächste Linie. Ja, ich glaube, man kann gut sehen, dass das Dünne dort ist, wo auch hier meine kleine Fokuslehre genau trifft. Und da ist auch das Dünne, also es hat sich vom Fokus nichts verstellt seit dem Umbau. Ich habe genau die richtige Höhe wieder getroffen, also passt genau, denn die Lehre hatte ich noch für das alte. Ja, schön, freut mich. Die roten Punkte kommen auch an dem Punkt zusammen. Wenn ich das jetzt dorthin schiebe, da sind sie zusammen. Das ist genau da, wo auch der Fokus ist. Super. Hat mal wieder was geklappt. Ja, für die Schleppkette habe ich ein bisschen basteln müssen. Dieses Teil habe ich mir selbst konstruiert, sodass die Kette ein bisschen beweglich ist. Und wenn man genau hinkommt, kann man sehen, dass hier hinten ein gerades Teil ist. Die Kette ist komplett selbst gedruckt und der Vorteil ist jetzt von dem geraden Teil, dass hier sich nichts dazwischen schiebt. Man kann also die Kette sauber fahren, auch wenn sie hinten eng anliegt. Sie kommt überall hin, stört nirgends. Ja, also ich bin zufrieden, funktioniert alles so wie es soll. Noch ein kleiner Hinweis zur Schleppkette und den Modifikationen, die ich direkt an dem Laserkopf vorgenommen habe. Diese Schleppkette ist hier ja beweglich, indem hier einfach so ein Aufsatz gedruckt wurde, der auf einem Standardhalter, den ich auch bei Thingiverse verlinken kann, habe ich einfach so einen Halter dazu gedruckt, der dann einen kleinen Stab beinhaltet, auf dem die Kette frei bewegbar ist. Wichtig ist aber, dass sie nicht hierüber hinauskommt. Also sie darf nicht nach vorne in den Laserstrahl und das erreiche ich, indem ich hier eine kleine Schraube reingedreht habe, die dafür sorgt, dass das nicht weitergeht als bis dahin. Quasi ein Anschlag. Ja, die beiden roten Punkte, die ihr schon bewundern konntet, kommen natürlich hier von zwei Red Dot Lasern beidseitig montiert. Diese Red Dot Laser sind einfach an dieser Standardhalterung für die Cold Ray mit angebaut. Ich habe einfach an der Seite Löcher implementiert, bevor ich die gedruckt habe, also in der STL direkt verändert.
Infusion 360 und habe dann dort die Halter, die ich von einem anderen Thingiverse Design bekommen habe. Dieses Design hatte eigentlich Halter für einen, ich sage mal, normalen Air Assist. Da konnte man dann so die drüber stülpen. Die habe ich hier jetzt mit implementiert, einfach an der Halterung für die Cloudray-Spiegel, für den Cloudray-Kopf. Ja, und diese Red Dots funktionieren hervorragend. Also die zeigen mir erstmal an, ob ich auf der richtigen Höhe bin, wenn sie richtig eingestellt sind. Wenn sie nämlich dann übereinander liegen. Und sie zeigen auch an, wo der Laser das Werkstück trifft. Stromversorgung kommt ganz normal aus meiner 24 Volt Versorgung, die wir hier schon hinten angezapft hatten für die Lampen oben mit dem DC-Wandler. Ich habe noch einen DC-Wandler dort unten in der Ecke hier implementiert. Hier, dort steckt der DC-Wandler drin, der da 3,3 Volt rausmacht aus dem 24. Das geht also auch problemlos. Die Red Dot LEDs benötigen 3,3 Volt. Ja, und da ich mich immer über die Luftblasen in der Röhre geärgert habe, habe ich die Gelegenheit gleich wahrgenommen und die Röhre gedreht. Jetzt hat man ab und zu noch hier vorne eine ganz kleine Luftblase, die man aber auch relativ schnell wegkriegt. Und hinten am Ende der Röhre ist überhaupt keine Luftblase mehr. Das geht alles dann nach oben durch den Ablauf raus. Funktioniert sehr gut. Röhre ein bisschen gedreht. Ich habe erst Angst gehabt, dass es da Überschläge geben könnte, weil jetzt die Anschlüsse doch näher ans Blech kommen. Bei dem ist nicht so. Tja, und das ist meine neue, ja, wie man soll man sagen, Fensterdurchführung. Mit ein bisschen Abdichtung am Rand, so dass auch die Schlitze halbwegs dicht sind. Und dann geht es raus. Ich werde die Teile auch, falls jemand noch so ein komisches 6-Pfannen-Dachfenster hat, werde ich diese Teile mal bei Thingiverse hochladen. Funktioniert ja sehr gut. Mit einem langen Schlauch. Dadam, dadam, dadam. Soll sich bis 6 Meter dehnen. Na, da bin ich gespannt. Hier liegt er ganz schön in Kringeln. Ja, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Übersicht geben, was ich so alles an dem Laser jetzt verändert habe, um ihn für mich etwas bequemer, nutzbarer zu machen und auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr so die eine oder andere Anregung für euch selbst auch mitnehmen können. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.